Herzlich willkommen zum mantischen Vollmondimpuls. Heute einmal nicht live, sondern aufgenommen. Und ich werde jetzt gar nicht lange erklären, warum und wieso. Lasst uns lieber gleich zum Thema kommen. Heute um 20:37 Uhr, also in etwas mehr als 1,5 Stunden, werden wir den nächsten Vollmond haben. Diesmal im Steinbock. Und das wirft uns zurück auf den Neumond im Steinbock am 2.1.2022, der laut einiger Astrologen eigentlich dieses Jahr angekickt hat und gleich ein Thema gesetzt hat, das sagt, es geht viel um gesellschaftliche Veränderungen, um Dinge, die seit 2008 in uns arbeiten, persönlich wie auch in unseren Communities. Und da sollte vielleicht etwas Neues entstehen. Das hängt auch damit zusammen, dass Pluto, der jetzt ja seit 2008 durch den Steinbock reist, immer mehr sich Richtung Wassermann bewegt. Das seht ihr auch hier sehr schön im Horoskop. Der Mond dieses Vollmondes steht sehr nah bei Pluto, der ab März 2023 immer wieder in den Wassermann geht, um dann auch noch mal kurz in den Steinbock zurückzukehren. Also es geht stark um Veränderungen in diesem Jahr, die mit unserem persönlichen Erleben, aber auch mit dem in der Gesellschaft zu tun haben. Und der Vollmond, der jetzt stattfindet, heute Abend, der könnte eine Art Zwischenbilanz sein, was in diesem Jahr diesbezüglich geschehen ist. Wie gesagt, immer persönlich, aber auch gesellschaftlich und was als nächstes für Aufgaben für uns alle anstehen. Passt gut mitten im Sommerloch, obwohl wir ja dieses Jahr nicht wirklich Sommerloch haben von der Nachrichtenlage her. Auf jeden Fall ist es ein schöner Impuls, um darüber nachzudenken, okay, wo stehe ich denn jetzt mit meinen Themen, seit ich mir etwas vorgenommen habe Anfang des Jahres? Was ist aus meinen Vorsätzen geworden? Der Steinbock-Vollmond findet statt auf 21 Grad 21 Minuten. Das finde ich ganz hübsch. Und das bedeutet für euch, dass alle Planeten, die ihr irgendwo auf 21 Grad oder auch auf 20 oder auf 22 Grad in eurem Horoskop habt, dass die ganz besonders angetriggert werden durch diesen Vollmond. Dazu müsst ihr kein Steinbock sein. Es reicht, dass ihr Planeten auf diesem Grad habt. Wenn ihr Planeten im Steinbock habt, werden die natürlich ganz besonders getriggert durch diesen Vollmond. Aber auch alles, was ihr im Krebs habt, denn ihr seht ja, wenn wir Vollmond haben, dann steht im Horoskop der Mond immer gegenüber der Sonne. Ne? Also ich versuche euch das hier mal zu zeigen. Die Sonne ist hier, der Mond da oben. Also es steht immer gegenüber. Und dadurch sind besonders die Zeichen Krebs, unsere Geburtstagskinder immer noch, und die Zeichen des Steinbocks besonders angesprochen, aber auch alle anderen Menschen mit anderen astrologischen Zeichen oder Zeichnungen, die sind damit einbezogen. Was ist über diesen Vollmond an sich zu sagen? Ich habe es schon erwähnt, der Mond steht sehr, sehr nah bei Pluto rückläufig. Das heißt, auch wenn der Steinbock ja als kühl, kalkulierend und konstruktiv erdend gilt, könnte hier das ein oder andere Gemüt doch ziemlich erhitzt werden mit alten Themen. Vielleicht wird auch Ungeduld wach in uns, warum wir manche Dinge immer noch nicht geschafft haben, für uns zu bewältigen. Und ansonsten ist auch auffällig, dass außer Uranus, der Planet der Veränderung, der schnellen Veränderung, auch der Anarchie manchmal gerne, alle Langsamläufer inzwischen rückläufig sind. Hier Saturn ist rückläufig, Pluto ist rückläufig, Neptun ist noch nicht richtig rückläufig, aber stationär. Okay, und Jupiter, der aber relativ schnell langsam läuft, nämlich 12 Jahre braucht er durch den Tierkreis. Saturn braucht ja schon fast 30 Jahre. Der ist auch noch nicht rückläufig. Also alte Themen, Themen, die lange in uns arbeiten, Themen, die lange in der Gesellschaft arbeiten, die werden gerade so ein bisschen auf Halde gelegt.
bevor es dann Richtung Herbst wieder anzieht mit diesen Themen. Das ist das eine, was mir auffällt bei diesem Vollmond. Das andere ist, dass Merkur sehr nah bei der Sonne steht. Merkur ist ja inzwischen in den Krebs gewandert. Venus ist noch nicht in dem Krebs, die ist noch in Zwillingen unterwegs. Aber Merkur, der so nah an der Sonne ist, der könnte uns jetzt sehr gut beim Visualisieren unterstützen. Krebs ist ja sowieso ein Visualisierungszeichen, also vielleicht nehmt ihr euch jetzt in 1,5 Stunden vor, noch einmal das zu visualisieren, was ihr wirklich gerne dieses Jahr umsetzen wollt und was seit dem 2.1. einfach noch nicht geklappt hat. Auf der anderen Seite jetzt eine super Gelegenheit, alles loszulassen, von dem ihr gemerkt habt, das ist es doch nicht, was ich will. Das brauche ich eigentlich gar nicht oder das kann ich nicht haben. Ich lasse es los, ich lasse es ziehen und sich anderweitig entwickeln. Sehr schön an diesem Vollmond ist auch, dass der aufsteigende Mondknoten, der ganz nah bei Uranus steht, der ja Dinge für uns sehr dynamisch umsetzen kann, manchmal auch ein bisschen gewalttätig umsetzen kann, dass der Mondknoten, Berufungspunkt, in einem schönen Trigon, diese blaue Linie hier mit dem Mond und Pluto verbunden ist. Also das Alte, das Bewahrende, des Steinböckischen wird jetzt vielleicht aufrechterhalten noch das, was gut ist. Pluto macht ja normalerweise die Dinge kaputt, die nicht mehr so gut funktionieren und lässt durchaus auch stehen, was noch gut funktioniert. Und gleichzeitig ist hier so eine Möglichkeit, etwas Neues aufzubauen. Also wirklich so eine Station zwischen Altes, was gut ist, das darf bleiben, Altes, was schlecht ist, darf gehen und Neues darf jetzt immer mehr ins Leben kommen, um unsere Berufung zu finden, privat und gesellschaftlich. Also das finde ich einen sehr aufmunternden Faktor. Mir gefällt auch gut, dass Mars, der inzwischen jetzt auch im Stier gelandet ist, dabei ja unterstützt. Mars und Uranus im Stier, das ist eine Macherkonstellation, sehr dynamisch, um etwas umzusetzen und nicht nur darüber zu re reden. Auch wenn es etwas langsamer dauert als bei anderen Zeichen, wenn der Stier Mars was anpackt, dann macht er es auch wirklich. Das gefällt mir auch gut. Und Jupiter, ja, Jupiter, der ist gerade so ein bisschen ausgehebelt. Er steht im Quadrat zur Sonne und somit auch eigentlich zu, also eigentlich zu Merkur steht er im Quadrat, aber somit auch zu dieser Vollmondkonstellation. Das Glück ist uns jetzt nicht unbedingt hold immer, aber nur die Harten kommen in den Garten. Also setzt euer Glück selbst um, anstatt darauf zu hoffen, dass das jemand anderes für euch macht. Jetzt klingelt hier das Telefon. Ich muss einmal kurz die Tür schließen. Und dann geht es auch gleich weiter. Ja, kommen wir von dem Mondimpuls weg zu der Karte, die ich natürlich auch immer für euch ziehe. Und ihr wisst ja, ich nehme dafür besonders gerne das Göttinnen-Orakel von, wo habe ich denn? Oh. Auch bei Aufnahmen gehen Dinge schief. Ich nehme immer gern den Göttinnenzyklus von der Ulayanacek und der Kambra Skadi. Und natürlich habe ich auch die Karte wieder bereitgelegt. Kleiner Moment, ich werde sie euch gleich enthüllen, wenn ich das hinkriege. Yes, da ist sie. Und die Karte, wie üblich, kenne ich sie. Ich habe sie schon gezogen, aber ich habe noch nicht entschieden, welche der drei Ebenen der Karten wir deuten werden. Die Position, die am nächsten hier oben ist, die wird es sein. Und damit habe ich jetzt hier die Deutung. Ja, welche Karte habe ich gezogen? Es ist rot geworden.
gucken wir gleich, aber ich drehe sie euch erst einmal richtig hin. Ich habe die Zwillingskarte gezogen. Ja, interessanterweise ist gerade nur Venus in den Zwillingen und die Macherinnen dieses Decks, die schreiben, dass es bei dieser Zwillingskarte um das Geschichtenerzählen geht, um die Überlieferungen geht. Und das finde ich passt sehr gut zu dieser Konstellation, dass Altes, was gut für uns noch weiterhin ist, wieder rübergebracht werden soll in die neue Zeit, in diese Zeitenwende, die ja irgendwie ansteht in den nächsten Jahren. Und dass das andere nicht mehr unbedingt gehen muss. Also, welche Geschichten, können wir uns fragen, möchten wir weitererzählen in den nächsten Jahren? Welche Geschichte möchtest du für dich weitererzählen? Wie möchtest du deine Geschichte weitererzählen in den nächsten Jahren? Das sind Dinge, die ich mir vorstelle, wenn ich mir diese Karte ansehe. Und ich finde, sie ist sehr hübsch dargestellt hier mit einer Frau und seltsamen Schriften, die es umzusetzen gilt und die einfach sehr, sehr spannend sind. Ja, lasst uns dann einfach mal schauen, was das kluge Buch zu sagen hat, welchen Orakelspruch wir bekommen werden. Dafür muss ich natürlich wieder mal meine Brille aufsetzen. Kleinen Moment. Also, rot. Die Karte heißt die Erzählerin. Rot. Du hast etwas erkannt und möchtest nun andere darüber unterrichten. Die Windgeister unterstützen deine Gedankenkraft. Vielleicht kannst du ein kleines Ritual ausüben, das die Winde aus allen vier Himmelsrichtungen einlädt, damit sie dich mit der notwendigen Kraft versorgen. Du hast eine Menge Wissen zusammengetragen und suchst nun den geeigneten Ort, um es anzuwenden oder weiterzugeben. Versuche dir so klar wie möglich zu visualisieren, habe ich gerade gesagt, wie deine neue Tätigkeit, die du nun wahrscheinlich bald finden wirst, aussehen sollte. Das geht genau in die Richtung, die ich gerade euch vorgeschlagen habe. Achte dabei auf deine Herzensverbindung. Deine Kommunikationsfähigkeit ist stark ausgebildet. Merkur in der Nähe der Sonne. Und durch dein flexibles Wesen kannst du auch widrigen Umständen begegnen. Formuliere deine Gedanken entweder, indem du schreibst oder sprichst. Es ist wichtig, ihnen Ausdruck zu verleihen. Neue Begegnungen warten auf dich. Sie werden dich mit anderen Persönlichkeitsaspekten als den Bekannten zusammenführen und vielleicht entdeckst du auch ganz neue Talente in dir. Jedenfalls ist jetzt nicht die Zeit, zu Hause zu sitzen und untätig zu sein. Gehe hinaus ins Leben und nimm teil. Die Welt braucht deine Geschichten. Nur im Austausch kannst du dich weiterentwickeln. Das gefällt mir sehr gut, auch als Hinweis prinzipiell dafür, wie wir miteinander umgehen sollten. Und passt sehr schön zu dem, was ich vorher gesagt habe. Von daher wisst ihr jetzt Bescheid, was in der Zeit bis zum nächsten Neumond ansteht. Ein kleines Ritual habt ihr auch mitgegeben bekommen, das ihr jetzt gleich durchführen könnt, wenn der Vollmond um 20:37 Uhr aktiv ist, voll ist. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, euch einen Buchstaben mitzugeben, den ihr hier nutzen könnt, um einen Impuls zu haben für die nächsten 14 Tage. Ihr wisst ja, das erste Wort, das euch in den Sinn kommt, wenn ich euch den Buchstaben gebe, werde ich euch jetzt verraten. Und der Buchstabe schließt eure Augen. Der Buchstabe, habt ihr eure Augen geschlossen? Der Buchstabe, den ich euch mitgeben möchte, lautet Z. Z. Was kommt dir zuerst in den Sinn? Schreib es gerne in die Kommentare. Ich habe mein Wort klar und ich wünsche dir eine wunderschöne Vollmondnacht, ein schönes Ritual und sei gewiss, dass wir uns bald wiedersehen. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Bis ganz bald. Tschüss.